Hallo, mein Name ist Miriam von DEV. Spreche ich mit Herr Raje Spenker? Ja, der ist bei Telefon. Guten Morgen. Hallo, schön, Hallo. dass Herr Raje, Herr Ja. Benker. Es geht darum. In Berlin, Herr Benker, gibt es momentan Ermäßigungen auf die Strom- und Gaspreise. Haben Sie zu Hause Strom und Gas oder nutzen Sie nur Strom, Ja, Herr wir Benker? haben ja. Ohne Strom ist nichts gut, ja. Dann, da haben Sie recht. Ja. Sind Sie noch bei der Vattenfall Ja, oder? woher Sie wissen? Wenn ich ja Ihren Postleitzahl angebe in Berlin, ist der Grundversorger Vattenfall. Kann ich ja sehen. Oh. Und zwar, Herr Winker, Vattenfall, also Grundversorger ist immer teuer. Darf ich Sie mal fragen, was zahlen Sie denn momentan monatlich ungefähr als Abschlag? Jeden Monat. So plus minus. Ungefähr. Habe jetzt nichts Wie viel verstanden. zahlen Sie? Was möchten Sie wissen? Wie viel zahlen Sie momentan monatlich Stromrechnung, Ach Herr so, Winker? für das Ungefähr. 85 Europa, Ungefähr. 85 Europa. Also 85 Euro und haben Sie auch Gas zu Hause? Ja. Und was zahlen Sie beim Gas Ah, monatlich? Butterkalle Donut. Ah. Das weiß ich jetzt nicht bei Kopf. Das, oh Gott, Also was das? mehr als Strom oder weniger als Das ist Strom? bisschen weniger. Bisschen Irgendwann. weniger, sagen wir mal 60, 70? Ja, irgendwie bei denen ungefähr, weiß ich nicht genau. Aber so Sagen wir ungefähr mal kommen, 60, ja. 70, Das ja. ist immer Sagen wir sehr mal gut. 60, 70. Weil ohne Heizung ist es Eine auch doof. Frage. Herr Benke, Sie haben nur einen Strom, richtig? Einen Stromzähler. Oder haben Sie zwei Stromzähler? Das ist jetzt das Uhr. Genau. Sie haben nur Ja. ein Stromrohr, richtig? Okay. Ja. Und ich muss Sie jetzt nochmal fragen, Herr Benker, wie viele Personen leben Sie denn zu Hause? Zwei oder drei oder vier? Wir sind Oder eine drei Person? Personen, drei Personen. Zwei? Drei, Aha. eins, zwei, drei, Drei. right? Ja, Ah. Zwei drei. Erwachsene und ein Kind. Nein, drei Männer, right? Ah, drei. Dann schaue ich mal nach. Wissen Sie, warum ich angerufen habe, Herr Benke? Weil Ja. meine Tarife, die sind speziell, die finden Sie nicht im Internet. Zum Beispiel bei Strom würden Sie momentan nur 64,83 € zahlen brutto. So wenig? Alles zusammen, Aber ja. Wissen Sie warum? warum ist das so billig bei Sie? Warum? Können Sie die Weil, Klärung machen? natürlich, weil Oh. Badenova produziert den Strom selber, hat 100% Ökostrom aus Wasser- und Windkraft. Na, Riebke. Grundversorger ist immer teuer. Sie haben 29,79 Cent Kilowattstunde. Ich habe hier 26,69 Cent Kilowattstunde. Das haben Sie 2 Jahre lang garantiert. Was das 64. Kilogramm, was diese Kilogramm bedeuten? Was haben Sie Kilo, gerade gesagt? Kilo, Arbeitspreis, Kilowattstunde. Das ist sehr wichtig. Sie haben bei der Grundversorgung Vattenfall fast 30 Cent Kilowattstunde. Ich habe 26 Cent. Also 26,69 Cent. Habe ich jetzt Ja? 80 Brutto Europa sogar. bezahlen, jetzt die 26 Cent sagen? Nein, nein, Sie haben 80 Euro. Moment, was zahlen Sie denn? Ganz kurz, Moment. 85 zahlen Sie, 85, richtig? right? Ja, ungefähr. Genau. Ja. Sie haben 85 Euro ungefähr mit 29,79 Kilowattstunde brutto. Das ist sehr zu viel. Und ich Ja, habe hier ich versuche mit 64. aufzuschreiben, bitte nicht ganz so schnell. Ach so, möchten Sie das schreiben? Ah, Ja, okay, kein ich Problem. muss ja Mathematik machen, right? Machen Sie natürlich. No. So, noch einmal, was alte Preis geben? Meinen Sie meine Preise oder Ihre Ja, Preise? meine alte und dann ihres neue. Und Also, dann kann man okay, Einrechnung machen. Ihre, okay, Right. Sie haben ja 85 Euro. 85. 29, ja, Ja. monatlich. Und Kilowattstunde ist 29,79 Cent bei Ihnen, Right. Herr, ja, Ja. brutto. Brutto. Nicht vergessen, nicht netto, brutto. Oh, Und bei was mir ist würden das Sie immer, ich immer das große Problem mit Brutto Netto? Welche ist welchen? Was Netto ist ist gut, was ist schlecht für mich? nicht gut, brutto ist wichtig. Brutto sehr gut. Netto nicht, Dann brutto mache ich ist eine wichtig. Plus bei Brutto und bei Netto mache ich trauriges Smiley, right? Genau, netto ist nicht gut, netto ist ja nicht wichtig. Wichtig ist immer Bruttopreise, alles zusammen. Ja? Und bei mir
Herr Benke? Ja. Bei mir, Herr Benke, 64,83 € monatlich. Rechnung? 20 Euro per weniger. Warum? Ja, Okay. weil diese Tarife, die sind speziell für Sie da, die nicht im Internet ist, weil Oh. Grundversorger, Herr Benker, bitte, eins noch, Ja, ja, Herr Benker, ja. vergessen Sie nicht, Grundversorger ist immer, immer teuer. Warum? Und ab Januar ist die Preise hoch geworden. Das ist hoch geworden. Grundversorger ist teuer. Ja, ab Oh Januar ist der Gott. Preis hoch geworden. Sie haben ja bestimmt diese Information bekommen von Ihrem Anbieter, Immer Briefe Vattenfall. kriegen von Ich alle habe. Firmen, nicht zu den Leuten immer sagen, Leute, kann ich keine Deutsch lesen, muss Englisch Ja, sehen oder auf Sie. Hindi schicken, aber die nichts machen. Oh, okay. Also weiß ich nicht. Ich muss schon anrufen. Also 64 € monatlich bei mir und 26,69 € brutto, die nicht im Internet ist. Kilowattstunde. Brutto. Was soll ich bei Internet machen? Ich bin jetzt nichts bei Computer. Machen Sie nichts, überhaupt nichts. Ich erzähle Ihnen gerade. Nein, Das, nein, machen Sie nichts. Sie haben doch gesagt, soll ich bei Internet gucken? Aber was soll er mal Nein, gucken? nein, Sie müssen schon. Nein, nein, Sie haben ja keine Information bekommen, dass die Preise hoch geworden ist von Vattenfall. Ja, ich Ja, müsste jetzt das habe ich gemeint. Übersetzungsbüro bringen, aber das ist sehr teuer, right? Weiß ich nicht, wie viel die kosten. Ja, das Okay, auch das, was ich bei kein gutes Monat Moment. zahle für einen Strom, das einen Übersetzer nehmen für Kontrolle bei Brief machen. Und dann ich lieber Essen Und kochen, ich. einen Kühlschrank und Licht haben und kann ich Computer gucken, als Brief zur Gesetzung machen. Und das ist nur ein Brief. Das ist sehr teuer. Das kann ich bei Sie, wenn Sie das Aha. Ihr Kontroll, das Sie bei Englisch machen. Ich weiß, also meinen Sie mich, Herr Ja, Benker? das Brief oder Ich kann das nicht. E-Mail. Ach so, also nein, nein, E-Mail nicht. Per Post kann ich das rausschicken, aber nicht Englisch. Oh Gott, der de wieder das gleiche Problem. Warum denn? Das Jetzt ist doch nicht schlimm. kann ich nichts Deutsch lesen. Das komische So, aber Sie können Buchstaben. ja gut sprechen. Ja, lesen und sprechen, das Ach sind drei verschiedene Sachen, right? Lesen, sprechen, drei verschiedene Sachen. Also ist es jetzt so, darf ich mal ganz kurz, bitte lassen Sie mal aussprechen. Es ist jetzt so, zum Beispiel beim Strom, 64,83 € würden Sie für drei Personen zahlen, brutto. Und 2 Jahre lang Garantie. Festen Preisgarantie. Ja? Und Ökostrom haben Sie, das ist sehr wichtig. Ja, das ist Darf ich mal ganz kurz. mir ja egal. Ich geht's noch ein paar Jahre leben Ja. und dann mir egal, was hinterher. Ich auch Atom nehmen, wenn günstiger, right? Ja, genau. Aber 64 €, genau. Sie haben da gut ein Ersparnis. Fast 20 €. Da Ja, haben Sie und recht. das ist Und zwar genau 20 €. für wie viel Kilogramm ist das 64 Europa? Ich habe 2500 kWh für drei Erwachsene gemacht. Das ist ganz okay. Ist gut, ja? Bei zwei, ja, sehr gut sogar. Da kriegen Sie auch Geld zurück Ende des Jahres. Also keine Nachzahlung, weil Sie Oh haben ja Gott. Preisgarantie 26 Cent. Und beim Gas, Herr Benker, darf ich Was, mal jetzt schauen? nochmal, was denn der neue Preis 26 Cent bei Kilogramm? Ja. Kilowattstunde 26,69 Cent und Grundgebühr im Jahr 110,67 Cent. Das macht Das. dann 8 € im Monat. Wofür Das ist ist denn? sehr gut. Wofür ist denn? Das ist ja Grundgebühr, Arbeitspreis, Mehrwertsteuer, Steuer, Oh, ja? Steuerei. Und das ist alles brutto, genau. Und das ist alles brutto und zusammen mit drin €64. Können wir wie Mafia ohne Steuer machen, right? Oh. Oh mein Gott. Das Nur schmeckt sehr, sehr was. Spaß machen. Ne? Nur Ich weiß Spaß es doch. machen. Ich bin treuer Kein Problem. Staatsbürger von Präsident Merkel, right? Okay, super. Oh. Oh mein Gott, oh Oh mein mein Gott. Gott, dir, Okay, das sage ich das auch immer. Oh mein Gott. ich sage es auch immer. Am Tag 1000 Mal Und hat das sogar. bei Sie geholfen, weil bei mir nichts helfen, denn nichts zu hören. Okay. Ja. Na, ich weiß jetzt nicht, ist alles durcheinander. Okay, Herr Weil Benker. ganze Tag beten bei Heilige Kuh, aber keine Wunder passieren. Ja. Also beten Sie auch? Ach Ja, so, ja, ja. okay. Ich bin der Hindu. Von wo kommen Sie? Ich bin von Von wo Indien. kommen Sie denn? Indien. Ah, Indien, ich right? bin von Türkei. Ich komme Oh, von Türkei. sehr gut. Das ist sehr gut. Sehr gut Siehst du sogar. mal bei Indien Ich gekommen? liebe. Ich noch nie, aber ich möchte mal. Oh, dann müssen Sie Weil ich bin. bei Noida. Noida, sehr gute Stadt werden.
In Noida, Noida, in right? Indien, Noida. Noida. Sie vielleicht, Noida. vielleicht aufschreiben. Da auch sehr viel, Habe ich geschrieben. da auch sehr viel Noida. Callcenter geben. Indien, Noida. Also ich war noch nie in Indien, aber ich möchte wirklich nach Indien mal. Ich Oh. liebe diese indische Frauen, diese Tanzen und so weiter. Ich habe Ah. indische Filme von Shah Rukh Khan und Ja, aber ich habe viele Filme. das ist doch nichts, das Wahrheit. Bei Indien vieles arme Menschen, das nichts essen können und die fliegen mit Hubschraubern Ja, durch da das haben Sie recht. Gegend. Weil du, die Ja, können sie, ich weiß. die bei ihre Filme, die können sie nicht gescheiden. Mal haben die eine Hubkopter, mal haben die eine Helischraube und das ganze Menschen teures Kleidung haben und rumtanzen, als hätten das Ja. Drogas genommen. Und das arme Menschen mit 300 Mann bei Dach von dem Zug sitzen, weil müssen die zur Arbeit fahren, 300 Kilometer, right? Die Aha. Indien sehr arme Land, right? Wegen Pakistan, right? Wirklich? Die sind schuld. Ah, so, okay. Wegen Pakistan, ja. Ja, right. Das immer Ärger machen. Genau, da haben Sie recht. Ja, So habe ich das nie aber gedacht. wenn Sie ein, wie sagt man das, Touristik machen, Sie müssen nichts bei Dach von Zug sitzen, Sie dann normale Platz haben. Der normale Platz, ne? Ja, weil das Touristen Geld Okay, ja, ist bringen. doch egal. Ja, genau. Ja. Ja, Sie haben wirklich recht. Okay, also ich möchte wirklich nochmal Indien, also Ja, aber wirklich für mich das ein ist, super Land. wenn man das nur zu gucken, nur Leute. zu Foto machen und zu heiße Badewanne, sehr gut, aber zu leben nicht so gut. Nein, nein, also ich möchte mal hin zum Helfen, wissen Sie? Oh. Also spazieren, ja. Das ist sehr Da gibt gut. ja haben, ja, weil da ist ja viele arme Leute, haben Sie gesagt. Dann Ja. nicht als Tourist zum Tanzen oder zum Kino gehen und helfen, die arme Leute helfen, dann ist Ja, das besser. das ist sehr gut, weil Das ist sehr gut, bei genau. Noida das so ein Platz geben von Indian Army, right? Da ist den immer helfen bei Straße bauen. Vielleicht können sie bei Straße Arme bauen helfen. Und das ist Leute. Leutnant Spritzi ist das Manager, right? Das ist meine Danke. Schwager. Wie heißt das nochmal? Leutnant, also das Military-Rang Leutnant Spritzi. Leutnant Spritz. Leutnant Haben Sie schreiben, Leutnant Spritzi? Spritz, habe ich geschrieben, ja, Sehr Spritz. gut. Neudorf. Noida, right. Und da können Sie Straßenbau Neudorf. helfen. Super. Warum denn nicht? Ja, das ist Und sehr viele arme gut. Leute sind ja. Ja, Was zum Essen, Kleider und so weiter, genau. wir haben das bei Indien auch sehr viel das für das, wie nennt es, den, was das Kleidung machen. Dass arme Menschen Genau, auch ach. Hilfe brauchen. Können Sie Jeanshose nähen? Natürlich. Ja? Das Vielleicht, ist dann kann ich Sie natürlich. vielleicht das, vielleicht möchten Sie, wenn Sie mal nichts mehr mögen, dann telefonieren, weil meine Bruder, der hat das Jeansfabriken bei Noida. Vielleicht können Sie kommen. Ah, wirklich? Das ist ja klasse. Ja. Und da können Sie bei Tag Okay. das Hose nähen und abend arme Menschen helfen bei Straße bauen. Ich habe jetzt alles geschrieben. Sehr gut. Okay. Habe ich jetzt, glauben Sie mir. So. Ja, wollen Sie noch das Name von Neudeutsch. meinem Bruder? Natürlich, wie heißt Naja, denn Ihr Bruder? Benchot. Nochmal? Benchot, das schreibt man B. H. Ja. Emil. Das Ja. Nusskuchen. Notwohl. CH. Schott. O. Der E. Benchot. D. Nein. Benchot. Benchot. Klingt auch sehr Und dann herbeisch. Sie gehen einfach bei das Passport-Control, Sie einfach Zettel zeigen mit Benchot, dann Menschen wissen. Bruder von Brajesh Benka, ne? Das ist Right. Ihr Bruder, Ja, das Herr ist nicht Benka. meine Bruder, aber der Frau mit komischen Namen geheiratet und ihren Namen Benka. nehmen. Das ist nichts Okay. gut. Brajesh Benka. So, Ihr Bruder ist das, Herr Ja, das ist Benchot. meine Bruder. Der hat auch bei Noida. Okay. Sie das einfach In fragen und Neudau, ne? der hätte kein Problem. Okay. Mal sehen. Jetzt bin ich gespannt. Das ist sehr gut. Okay. Natürlich ist das gut, wenn da jetzt viele arme Leute sind und helfen mit Kleidung und so weiter, mit Straßen, Ja, und das haben Sie mit, Straßenbauen. wie heißt denn bei Deutschland das? Pressluftgehammerung, Sie schon arbeiten? Bei wem? Bei was? Pressluftgehammerung?
Was ist denn? Nein, habe ich nicht. Das ist kein Problem. Das arme Menschen, das auch immer schnell gelernen. Leutnant Spritzi Ach wird sie so. zeigen und dann können sie helfen. Ja, Oder möchte, natürlich. oder Wenn man, sie können auch bei wenn der man. Terrorfabrik. Das ist kein Problem, weil eine von beiden, die muss immer halt immer Ja. haben. Okay, ich habe jetzt alles aufgeschrieben, kein Problem. Na, danke. Das ist gut. Okay, dann machen wir mal. Habe sie Ja. gültige Reisepass? Das ist kein Problem. Habe ich, ja, ich habe gültige Pass, kein Und Problem. Natürlich habe ich. Gesundheitszeugnis auch wegen Alles, der alles. Zwangsarbeit? Okay. Natürlich, ich habe alles, alles, Herr Binker, machen Sie keine Sorgen. Ja, das, weil das bei Passportkontrolle die große Probleme machen. Weil die Das nicht ist gut, wollen, dass Sie das dass. gesagt Ja, die müssen gute Kontrolle machen. Weil sonst die Menschen Okay. kommen und das Ziegen bei Land rausnehmen. Das immer machen Da haben bei Sie recht. Pakistan, right? Okay. Ja. Okay. Das ist sehr gut. Okay. Wann kann ich Sie anmelden bei meinem Bruder? Wann Sie kommen? Mann, Moment, was haben wir jetzt? Februar. Ich glaube, also sagen wir mal Juli, August. Juli, August. Juli, August. Okay. Da Und wie lange muss Sie man mal. wollen Sie oder werden Sie bleiben können, bevor Das Sie weiß ich noch verschwinden nicht. bei Arbeitslager? Nein, nein. Nein, nein, Herr, Herr Becker, ich Oh. weiß es noch nicht, wie lange ich dann bleibe, weiß ich nicht. Aber Juli, August ist gut für mich, Also wenn Sie erstmal. gut arbeiten, dann kann sein, Sie müssen immer bleiben. Sehr gut. No. Warum nicht? Wenn gut, alles gut. Ja, Wenn das ist ja gute die alles Idee. gut läuft. Die fragen ja nicht nach Ihrer Meinung. Sie werden dann einfach bleiben. Wallah, why? Okay. Also wie gesagt, Juli, August und dann mal sehen, wie es aussieht, ja? Right. Das ist sehr gut. Das Okay, ist sehr Herr gut. Benker, Wie ist denn, sehr gut, aber jetzt kommt. brauchen Sie Schlafsack oder Matratze für Fabrik? Weiß ich nicht, ist doch egal. Ja, Ist egal für wie Sie mich. mögen, wie Sie mögen. Nein, nein, ist egal für mich, Herr Weil Benker. Matratzen wir haben von das andere, was vorher hat, da gelebt, aber Schlafsack müsste sie bringen, weil das ist zu teuer. Das ist kein Problem für mich, Herr Benker. Für mich ist Ja, kein Problem. ich mich sehr Okay? freuen. Das ist sehr gut, weil die müssen ja Okay. das indische Das ist kein Wirtschaft, die müssen Problem mir für mich. helfen. Natürlich, warum nicht? Ja, Jetzt haben Sie mich auch gewonnen. das Ja. finde ich sehr gut. Finde ich gut, dass Sie möchten, Sie das Menschen helfen, right? Und Sie Natürlich, ich mache das das immer, Herr Ausbeutung über Benker. sich ergehen lassen. Ich Ja, mache oh. das immer, immer. Ich mache das immer, Herr Benker. Nicht zum ersten Mal, ich mache das immer, Herr Benker. Gut, Ja, gut, verstehen gut. Sie mich? Ja, ich Okay. finde das sehr Okay, gut. dann machen wir das. Weil ich bin das, am Anfang ich gedacht, das ist meine Bruder ist Menschenhändler, nichts gut, aber inzwischen sehr gut. Doch, natürlich ist das gut. Okay, Herr Benkers, sollen wir mal beim Gas auch mal schauen? Wie viel Quadratmeter ist denn Ihre Wohnung Also das, oder Haus? da müsste sie bei ein Ungefähr. anderes, weil bei Noida das Straßenbau und das Gaspipeline, das ist bei Norden, das ist bei Nordside. Aber weiß nichts, ob Nein, sie, nein, sind das. Sie Ingenieurin? Engineering? Ja, das kann man sagen. Aber, Sie Herr Winker, sind das meine ich nicht. Ingenieurin, dann können Sie auch bei das Gasfeld gehen. Das ist kein Problem. Winker, das meine ich nicht. Warum In nicht? der Mariendorfer Damm, 179, das meine ich. Ja. Sie haben ja, ich möchte dieses Geschäft machen, also diese Vergleich nochmal Gute machen. Deal machen. Das Ach, habe ich jetzt stimmt. alles notiert, das ist klein. Okay? Ja. Haben Sie jetzt vergessen, warum ich angerufen habe? Ja, Oh wir mein das Gott. ganze Zeit über Okay, ihre Herr Winker. Versklavung reden. Da kann man das schon mal Ich vergessen. weiß. Nein, nein, natürlich nicht, Herr Benka. Nein, nein, ich habe hier angerufen, erstmal einen Vergleich zu machen. Aber das alles, Ja. was Sie mir gesagt haben, habe ich alles notiert. Ist Das kein ist sehr Problem. Ich gut. habe auch Ihre Nummer geschrieben, ja. Ja, Und ja. dann möchte ich Sie fragen. Beim Gas zahlen Sie um die 60, 70 Euro, richtig? Ja, ungefähr. Sagen Sie, Okay. was haben Und Sie für eine Arbeit gelernt? Sind Sie Büromanaging oder was Sie gelernt bei Schule? Herr Benka, ich kann. Herr Benka, ich kann alles nicht hier sprechen. Ich bin doch bei Arbeit. Ja, Ich ich kann ja nicht auch. alles sprechen. Aber Das das ist muss ich ja Boden, wissen für wissen Sie meinen ja. Bruder, wegen der Visum. Weil das wir. Ich habe doch Ihre Nummer. Ich habe Ihre Nummer. Ich rufe Sie an Ja, wir nach dem Arbeit, müssen das Feierabend. ja fertig machen, right? Das muss heute noch Herr über die Bühne Benka, gebracht werden. ich muss auch das fertig machen, Strom und Gas. Und ich möchte, ich mache dann, ich habe Ihre Nummer. Ich rufe Sie an, Das Herr ist Benka. sehr gut, Diese sehr gut. 030 No. 551-04363. Berlin, Ja, habe ich jetzt Berlin, geschrieben. Berlin. Ja, das ist In Berlin, Berlin. ich weiß. Ja, Adresse habe ich auch, kein sind Problem. Sie schon mal bei Mariendorfer Mariendorfer Damm. Damm gewesen? Nein, war ich noch nicht. No, nichts gut. Warum denn? Weil das. Ich kann ja kommen, kein Problem für mich. Hier verrückte Menschen leben.
Ja, jeder ist verrückt. Das eine Nachbar immer bei Herr. meinen Tür schlagen und sagt, dass die wollen mir holen, die wollen mir holen. Was ist dein Problem? Ich bin bei Badewanne. Die wollen mir holen, hilf mir, die wollen mir holen. Das jeden Tag. Ich sag, du hattest vor 3 Tagen schon klopfen, die hätte ich immer noch nicht abholen, aber vielleicht sollten die machen. Aha, okay. Ja, das ist psychopathisch, right? Schlimm. Ja, ist schon. Herr Binkham, Nimm's okay, gut. jetzt machen wir der Sache. Ich kann jetzt nicht alles sprechen am Telefon. Ich habe Ihre Nummer geschrieben. Beim Gas darf ich mal fragen, wie viel Quadratmeter ist Ihre Wohnung? Wie groß ist das? Wie viel Quadratmeter? Sie gesagt 2500 ist in Ordnung. Nein, nein. Ja, okay. Und beim Gas zahlen Sie ja 60, 70, richtig? Und die 60, 70 Euro Ja, zahlen Sie ja beim Gas. soll ich gucken? Und Ist das sind Sie wichtig? bei Gas? Nein, nein, brauchen Sie nicht. Sie zahlen ja weniger als Strom, richtig? Weniger als Strom zahlen Sie Ja, ja. Strom wird günstiger, richtig. Okay. Und sind Sie beim Gas bei der Gazag-Firma? Ja, Gazag, right? Das zumindest Ah. das Kumpel immer Gazag sagen. Oh, Gazag ist wirklich sehr teuer. Sie haben zum Beispiel bei Gazag 5,89 Cent. Ich habe 5,55 Cent. Aber das ist viel Sie haben günstiger als bei der Grundgebühr. Strom. Das bei Strom 30 Cent kosten. Das ist ja Nein, Ausbeutung nein, wie Gas meine ist. Brüder. Nein, nein. Herr Benker, Strom und Gas ist immer anders. Ja, der Kilowattstunde ist beim Gas immer anders, beim Strom Ja. immer anders, damit Sie das Bescheid wissen. Und Grundgebühr haben Sie auch sehr viel. 115 Euro haben Sie. Ich habe 101 Euro brutto. Das ist Noch. sehr gut. Und 40 Euro würden Sie zahlen beim Gas. 40 Euro bei 40 Euro. 7000 kWh. Das Sehr schön, ist ne? nicht schlecht. Sag, Und zwei Jahre. wo ist euer Callcenter, right? Wir sind in Augsburg. Wo ist das denn? Wir sind in Augsburg. Augsburg ist eine Stadt wie Berlin. Bei In Berlin? Augsburg sind wir. Oh, okay. Nein, nein, Augsburg bei nein. Berlin. Nicht in, nein, nein. Nicht in, nein, nicht in Berlin. Wo Ist ist auch denn? eine Stadt wie Ja, aber wo Berlin. denn? Wo denn? Augsburg ist ein bisschen weit. In, Welche das ist ein bisschen weit von. Bundesland ist das? Moment. Also Deutschland hier, Augsburg. Ja, aber Das ist welche? eine Stadt. Schleswig-Holstein, right? Moment, ich schau mal nach. Ich weiß nicht, ich bin ganz neu noch hier. Moment. Oh. Oh, Sag, also ja, also wir. 2 Jahren. Weißt du, wir haben bei meinem Bruder auch das Problem, weil wir haben, dass Leute alle den dahin bringen, dass das eine Straße bauen, aber da auch sind schlaues Menschen dabei, das können so harte Arbeit gar nichts machen. Vielleicht kann man das bei ihre Callcenter bringen, da können die Arbeit machen. Ich weiß nicht, ich bin nur ein Mitarbeiter hier. Ja, weil das auch Okay. einiges deutsche Menschen reden, weil wir ja Goethe-Institute bei Neu-Delhi haben und vieles Menschen Deutsch lernen und die werden dann gefangen für Straßenbau machen. Aber viel besser Deutsch reden als Presslufthammung machen. Okay, ich verstehe. Ja, ich Darum, weiß nicht. vielleicht können Sie den Okay, ich Manager verstehe mal fragen, right? Das kann man das es. gute Deal machen. Wir Kann das bei Sie bringen, ich. Ja, bei Grenze bringen kann und reinbringen und dass da nichts viel Platz brauchen, weil das mit Zug mit 300 Leute auf dem Dach, die sind keine Problem. Die müssen keine große Wohnung haben. Okay, da haben Sie recht. Okay, also 40 Euro beim Gas. Ein bisschen das sprechen. Und Herr Benker, ganz kurz bitte. Also 40 Euro beim Gas, habe ich gesagt, brutto. Alles zusammen 2 Jahre Garantie. Und beim Strom würden Sie zahlen, ganz kurz bitte, Ja. 64 Euro. Das bedeutet, 104 Euro würden Sie Strom und Gas zahlen, brutto. Und Sie haben momentan 100, Moment, 140, 100, ja, 140 Euro haben Sie fast, 145 und so weiter. Ja, und was Das das, ist sehr, ich was Sie sagen, Garantie, wenn Strom nicht gut wird, Geld wieder kriegen oder was? Das ist nicht möglich. Sie kriegen Geld zurück, keine Nachzahlung. Sie zahlen nicht mehr, sondern Sie kriegen Ende des Jahres auch Geld zurück. Ja? Ja, Ich werde jetzt so kann machen. man dann nicht gleich Herr Denker. weniger geben? Gleich weniger geben, wenn man sowieso wieder kriegen, Beim Strom. ist doch komisch, weil dann müssen die Leute bei der Bank nicht so viel arbeiten, dann können die auch eine Straße bauen bei Neuda. Meinen Sie beim Strom? Oder beim Gas? Strom Egal. oder Gas, Sie meinen Sie? gesagt, wir kriegen bei Ende von Jahr das Geld wieder. Und jetzt ich frage, Genau, warum das kann wissen Sie man. selber. Ja, aber da kann man doch gleich weniger nehmen, anstatt bei Ende von Jahr wiedergeben. Ich bin kein Bank, bei mir kann So, man Strom keine Kredit nehmen. kann Bei mir kann man keine man machen. Kredit Dann machen nehmen. wir das so. Dann machen wir so, Moment. Also Gas lasse ich bei 40 Euro und beim Strom lasse ich 53 Euro brutto. Ja?
Keine 64 Euro, sondern 53 Euro. Ja, Dann haben Sie 93 das Euro ist Strom und gut. Gas. Herr Benker, wir machen jetzt so. Ich werde jetzt die Papiere nach Hause schicken, damit Sie erstmal gucken. Dann machen Sie nichts. Badenova macht alles für Sie kostenlos. Also die Kündigung, die Wechselung, die Papierkrame, ja? Ja, Sie brauchen nicht hin und her zu pendeln. aber ich Das glaube, brauchen Sie ja nicht. dafür muss ich Sie, glaube ich, mit des Kollegen sprechen, was das Vertrag machen, oder? Nein, na, welcher Kollege? Das ist meine andere Freund hier, das hier wohnen, ich nur Untermieter, right? Ich kann das nicht machen, oder? Eine Frage, ist diese Strom und Gas Ihr Name oder auf Ihren Freund Name? Ne, das ist von meinem Läuft das auf Kumpel. Ihren Namen? Darum fragen, das ist von meinem Kumpel. Also bei dieser Rechnung steht deine Name oder Ne, ne, deine ne, ne, ne. Kumpelname? Ne, 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 da steht der Peter. Und wo ist der? Der ist bei Arbeit. Und weil wohnen Sie in einem Haus zusammen? Ja, er rechte Zimmer, ich linke Zimmer haben. Mittlere Zimmer, den anderen Aber im wohnen. gleichen Haus, ne? In Dorfer Damm 179, Ja, richtig? eines Wohnung, aber andere Zimmer, right? Und er Okay, nein, das nein, nichts immer mitgezahlt nicht. machen. Gleiche Wohnung. Ja, wir Aha, aber gleiche gleiche Wohnung Wohnung. leben, aber andere Zimmer haben, weil will ich nichts mit anderen Mann bei einer Wohnung Raum leben, right? Okay, kein Problem. Ich muss mal fragen. Moment bitte. Bleib mal dran, ich frage mal, ob das geht. Ja. Stefanie? Magda, seit einer Stunde bin ich jetzt auf dem Ding. Apparat. Es läuft auf ihren Freund. Aber die wohnen in einem Haus. Kann ich das machen? Okay. Okay. Ja, alles, also beides war Nova. Herr Benker, Hallo? okay, das kann ich machen, aber ich bin noch da, können Sie mich hören? Ja, ich Herr kann Sie hören. Benker. Okay, Ja, Moment. alle gut, keine Panik. Okay, super. Moment, bitte. Ja, weil Sie das hatten wird ja. er bei Ja. 16 Uhr das wiedergekommen machen, right? Nein, nein, ich kann das schon machen mit Ihnen zusammen. Ich habe Okay. gesprochen mit meinen Vorgesetzten. Wie heißt denn Ihr Freund Peter? Ja, aber ich kann doch nicht seinen Vertrag kündigen. Das kann ich doch nicht machen. Das ist doch Diebstahl, right? So wie meine Bruder. Ach so, aber Moment mal, Sie zahlen ja auch. Eine Frage, wie viel Uhr kommt denn der Peter? Der bei 16 Uhr Ja. nach Hause kommen, right? Okay, dann machen wir so. Sind Sie dann auch zu Hause 16 Uhr? Ja, ich ganze Tag zu Hause, right? Fuß gebrochen Bitte. bei Straße Ah, bauen. okay. Okay, Herr Benker, ich mache dann so. Ich rufe dann 16 Uhr an, ja? Das ist gut. Und dann mit dem Peter. Das ist Peter. Genau. Piotr. Oh Gott, Ja, okay. 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 Herr Benker, ich rufe dann an um 16 Uhr. Ich spreche dann mit Peter und dann kannst du auch erzählen, den Peter, ja, wie das aussieht, okay? Ja, und jetzt, wenn wir jetzt ja fertig, was Sie gelernt bei Schul, was kann ich meinem Bruder sagen? Sie Ingenieur sind oder was Sie gesagt haben? Ich kann das. Herr Benker, ich kann das nicht hier am Telefon sprechen. Das ist verboten für Ja, mich. nur Ja, eine, ich kann. Ich habe jetzt alles gegeben. wir können Ich ja habe. Bing-Bong machen. Sie Ich habe. kaufen, Sie einfach nur Ja oder Nein sagen. Sie Bauarbeiter? Ich kann nicht sprechen, Herr Benker. Ich rufe an. Ich Sie habe doch seine Nummer. Ich Kauffrau? rufe sowieso an. Bin ich ja. Herr Benker, ich rufe nochmal an. Aber ich kann nicht sprechen. Ist verboten. Das ist nichts für Benker, ist verboten. bei Deutschland Meinungsfreiheit haben, right? Wenn die sie verbieten, müssen sie Nein, aber Polizei rufen. Dann müssen sie Polizei hier anrufen. nicht. Herr Benker, hier kann ich nicht anrufen. Ich rufe ja sowieso 16 Uhr an, Ja, ja? wenn Sie Und da dann als wir machen den persönlich rufe ich nochmal. wenn Sie als Geisel gehalten werden, schlagen Sie dreimal mit der Telefonhörer auf den Tisch, dann kann ich Polizei rufen. Das ist kein Problem, ich werde Sie helfen. Herr Benker, ist doch okay, kein Problem. Nur ich darf ja nicht sprechen, so am Telefon. Ich habe Ihre Nummer, kein Problem. Ich rufe 16 Uhr an, ja? Also Popoklo? ich wünsche dann einen schönen Tag. Bis Ja, dann, bis nachher. ja? Tschüss. Tschüss. Tschüss.